In diesem Video geht es um Tonaufnahmen. Audacity ist hier das Programm, das wir verwenden. Ist kostenlos, kann man sich im Internet runterladen. Aber auch unsere Mebis-Plattform hat eine Exe-Datei hochgeladen, sodass wir da das direkt bequem installieren können. Auf dem Schul-PC ist es natürlich schon drauf. Audacity ist ein Gott sei Dank sehr simples Programm. Man erkennt das hier oben schon an den Buttons. Das funktioniert wie ein Screencast, nur eben ohne Video. Das heißt, wenn ich jetzt hier auf den roten Bollen drücke, steht schon Aufnahme, und loslege, dann seht ihr jetzt im Hintergrund, nimmt es das Ganze schon auf. Ich habe jetzt hier zu Hause an meinem PC ein Mikrofon angeschlossen. Entweder habt ihr das in der Schule auch, oder aber ihr habt geschickterweise ein Headset um, so wie wir das in der Schule ja auch zur Verfügung stellen. Und wenn ihr dann mit der Tonaufnahme fertig seid, nur auf Stopp drücken, dann habt ihr hier jetzt momentan die fertige Tonaufnahme. Es geht hier noch auf Exportieren, dann speichert man das Ganze in einem Format ab oder dorthin, wo man es unbedingt haben will. Und in kürzester Zeit ist das Ganze auf dem PC. Verwenden tut man das Ganze zum Beispiel, wenn man ein Video hat und dazu noch etwas besprechen will. Also wenn zum Beispiel der Ton am Anfang zu leise war und man das nachträglich vertonen will. Da ist es besonders geschickt, zum Beispiel das Video im Hintergrund laufen zu lassen, dann Audacity zu öffnen und wenn es läuft, auf Aufnahme zu klicken. Dann kann man nämlich gleichzeitig auch noch das Video anschauen und es parallel dazu aufnehmen, weil dann passt es ja auch wieder zu den Bildern, die man da dazu verwendet hat. Oder man macht eine Diashow zum Beispiel und vertont die anschließend, indem man dann einfach das direkt drauf spricht. Und wenn ich das Ganze eben exportiert habe, so wie ich es euch gerade gezeigt habe, mit Datei exportieren, dann kann ich das in meinem Movie Maker hier in die Audiospur ziehen. Ich ziehe das Ganze hier nochmal hoch, damit ich mal ein bisschen mehr Platz habe. Ich importiere quasi meine WAV-Datei, die ich durchs Exportieren erstellt habe, hier hinein, auf Medien importieren, dann kommt es hier rein und dann kann ich das in meine Audiospur mit reinsetzen. Schaut momentan etwas klein aus, es sind aber schon mehrere Sekunden das, was ich eben vorher aufgenommen habe. Es gibt immer zwei Spuren. Hier ist eine Audiospur und hier ist eine Audio- bzw. Musikspur. Diese Audiospur kommt von meinem Video von vorher. Also ich habe ein Video aufgenommen gehabt, da war natürlich auch schon Ton dabei. Jetzt muss ich mich halt entscheiden, was ich verwenden will. Ich kann ja zum Beispiel dieses Audio einfach entfernen. Jetzt ist nur noch das Audacity Tonspur mit drin. Oder ich verwende eben beide. Auf rückgängig habe ich das wieder da und schon habe ich beide da. Natürlich kann ich auch eine Audiospur ganz einfach teilen und das abändern. Oder ich kann sagen, für einen bestimmten Abschnitt den Ton aus oder die Lautstärke reduzieren. So kann ich mit Audiospuren arbeiten. Also es gibt nicht erschrecken, wenn es da zwei gibt. Man sollte halt aufpassen, dass sie sich dann nicht überlagern. Also jetzt habe ich die Audiospur von meinem Video, dass die dann halt nicht von der Audiospur von meinem Aufgenommenen überlagert. Dann sprechen ja zwei Leute gleichzeitig. So wie ich das mit der Audiospur mache, kann ich das natürlich auch ganz normal mit MP3s machen. Denn es gibt ja auch die Möglichkeit, über kostenlose Homepages wie zum Beispiel Jamendo sich lizenzfreie Musik runterzuladen. In Videos dürft ihr nämlich keine Musik reinsetzen, die von YouTube oder sonst woher kommt, die man sich kaufen müsste. Dann macht ihr euch strafbar. Auf jamendo.com, wenn ihr dort eine Musik holt und die in euer Video rein integriert, dann ist das absolut in Ordnung und lizenz- und kostenfrei. Da besteht kein Problem. Den Link für Jamendo, den findet ihr auch bei Mebis auf der Plattform. Und weiter unten habe ich euch auch noch einen Audio- oder einen Converter online gestellt. Da könnt ihr dann verschiedene Audioformate konvertieren. Denn manchmal kann es sein, dass so eine Formate, so eine MP3s, die man sich runtergeladen hat, die lizenzfrei sind, dass man die nicht im Windows Movie Maker importieren kann. Ja, da sagt er dann Fehler, kann nicht gelesen werden. Dann solltet ihr eben einen Converter verwenden und zunächst den Titel, den ihr habt, in ein gängiges Format umwandeln. Gängiges Format ist WAV oder MP3.